testimony. Welche Beispiele gibt es denn für Markenartikel auf dem iPad? Ja, da gibt es noch nicht ganz so viele, aber einige haben wir auch gefunden und die würde ich Ihnen auch gerne zeigen. Hier zum Beispiel von Gap, der Bekleidungsfirma. Zum einen kann ich natürlich hier den Katalog durchsehen, Kombis angucken von Bekleidung. Ich kann jetzt aber hier auch eben in meinem Sessel sitzend im Wohnzimmer shoppen. Das heißt, ich kann jetzt hier verschiedene Versionen angucken, Größen und so weiter. Ich kann es aber auch kaufen. Müssen Marken denn jetzt schnell eine App entwickeln oder können sie sich noch Zeit lassen? Auf jeden Fall macht es Sinn, Testballons zu starten, denn es kommt jetzt auch noch Bewegung in den Markt durch die anderen Tablet-PCs, die rauskommen. Und da ist es gut zu wissen, was die Zielgruppen eigentlich akzeptieren, was wollen sie denn wirklich und auf welche Plattformen kann ich dann wirklich ein Commitment machen als Marke. Von daher würde ich da schon früh anfangen. Ja. Beides Beispiel, wie in dem Fall Fox, der Fernsehsender, eine konkrete Serie, Glee genannt, bewirbt, ist eine Co-op, die sie mit einem Entwickler gemacht haben. Ich bin dann quasi in einer internationalen Community an Karaoke-Singern und kann überall auf der Welt mithören. Und ich sehe jetzt, wo überall die Leute singen. Eigentlich eine ganz nette Idee, passt gut zum Sujet der Serie und die User sind eingebunden, können partizipieren und natürlich ist das super auf dem iPad mit der Art von Visualisierung Karaoke zu singen. Worin liegt denn der Anreiz für Nutzer, sich Marken-Apps runterzuladen? Das ist eine ganz wichtige Frage, denn es geht ja nicht darum, einfach nur als Marke wieder noch ein neues Medium oder einen neuen Channel gefunden zu haben, in dem ich meine Markenbotschaft wieder streuen kann, sondern ich muss wirklich gucken, was kann ich im Kontext der Menschen da machen, was für einen qualitativen Unterschied kann ich mit diesem Medium jetzt erzielen versus was kann ich eben nur auf dem Web machen. Das ist unserer Meinung nach auch das Wichtigste bei einer Strategie, wie ich mit dem iPad umgehe. Gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, das sind Beispiel von Pampers. Das heißt Hello Baby, hier auch sehr gut gemacht, natürlich sehr emotional die Zeit der Schwangerschaft bei werdenden Eltern. Und die Kompetenz der Marke als der Category Leader im Windel-Business kann sehen, wann mein Kind jetzt in welcher Woche ist, kann ich vorher auch eingeben. Allerdings kann man hier auch noch mehr machen. Also momentan kann ich mir nur Infos angucken zu jeder Woche und so weiter. Grundsätzlich eine tolle Idee, wie eine Marke hier relevant geworden ist mit dem iPad. Für welche Marken macht es denn am meisten Sinn, früh anzufangen? Ja, auf jeden Fall müssen sich Category Leader, wie jetzt gerade in dem Pampers-Beispiel, auch früh darum kümmern, denn natürlich bietet es eine Chance, eine relevante Marke an Mann oder Frau zu bringen. Und da können natürlich auch dann die Wettbewerber schnell punkten und auf die Weise die Marke noch relevant machen. Also auf jeden Fall Category Leader sollten was machen. Dann High-Interest-Marken oder auch Marken, die quasi, wo der Kontext des Gerätes, nämlich wie ich es benutze, nämlich in meinem Sessel, relevant ist. Welche Zielgruppen werden denn das iPad vornehmlich nutzen? Ja, die üblichen Verdächtigen sind natürlich die Early Adopter und die technologieaffin oder auch sehr internetaffin. Als zweites ist denkbar Young Professionals zum Beispiel, die das Gerät auch teilweise noch beruflich nutzen könnten. Und was wir auch sehr interessant finden, sind dann die vielleicht nicht so, naja, offensichtlichen Zielgruppen wie zum Beispiel junge Familien. Denn dadurch, dass das Gerät ja semi-portabel ist auch, wird plötzlich nicht mehr das Kinderzimmer oder das Arbeitszimmer fürs Internet benutzt, sondern man kann eben auch im Wohnzimmer zusammensitzen. Sowie auch ganz, ganz wichtig finden wir Silver Surfer, also die 50 plus oder sogar 65 plus Zielgruppe, weil diese Zielgruppe ein Verhalten hat auf dem Internet, das sowieso schon sehr auf Informationsaufnahme und Transaktionen aus ist und nicht so sehr wirklich Input zu geben mit Gerät. Was können denn die typischen Situationen sein, in denen man das iPad nutzt? Ja, wie schon gesagt in dem Beispiel mit den Familien und auch in der älteren Zielgruppe ist natürlich, dass es wirklich, und das sieht man auch in der Research, die wir gemacht haben, dass das Gerät wirklich, wie es auch genannt wurde, schon in der Presse Lean-Back-Device ist. Also ich ersetze plötzlich alle Sachen, wie ich im Internet war, die ich wirklich in der Aufnahme von Informationen machen kann, kann ich jetzt auch im bequemen Sessel machen. Wie beeinflussen denn diese beiden Aspekte die Arbeit der Kreativen? Ja, ich glaube schon deutlich. Auf der einen Seite kann man natürlich viel noch lernen aus auch der Zeit von Webdesign am Anfang und den ganzen Fehlern und Sachen, die man da gemacht hat. Aber dadurch, dass natürlich das Gerät jetzt
das noch konvergenter ist als andere Medien. Also ich habe ja dynamischen Content, der zusammenkommt mit einer Haptik, die noch aus der analogen Welt bekannt ist. Dadurch öffnen sich neue Chancen für Interface-Design, aber auch neue Probleme, die man lösen muss. Und ich glaube, man wird auch da wieder viele kreativen Ideen kommen, wie man quasi die Marke anders relevant machen kann, eben gerade mit dieser Haptik, die ich da noch dazu vom Geräteseitig habe.